Moin Moin Leute, Tono hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris und es herrscht Krieg. Wir sind gerade dabei, das Wohlmandate und die State of Alcalid zu unterwerfen, vor allem das Wohlmandate. Und wir haben in der letzten Folge dank einem kleinen Bug die Hälfte unserer Truppen verloren, was ein wenig schade ist, aber es wird uns nicht aufhalten. Denn wir werden sie einfach weiter bombardieren. Hier, Portal Pantry haben wir, das werden wir uns gleich, da stehen unsere Truppen gerade im Anmarsch. Unsere Missionarsflotte hier oben, die werde ich mal aufteilen. Wobei, hier sind feindliche Truppen, das ist gefährlich. Wohin seid ihr unterwegs? Ich guck mal kurz. Ich versuche da wegzukommen, okay. Die greifen gerade an. Ja. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, noch mehr Truppen auszuheben. Denn selbst, also erstmal bauen wir die neuen Kraftwerke. Und zwar wollte ich ja eigentlich nur hier in Carbonarien-Truppen ausheben. Dachte ich mir aber mittlerweile, das kann ich vergessen, das dauert viel zu lange. Dementsprechend, auch wenn sie etwas schwächer sind, weil sie nicht den Modifikator durch stark bekommen, werde ich zumindest ein paar Truppen von den Xenomorphs auch hier ausheben. Auf den anderen Planeten. So. Und dann schauen wir mal, dass wir zumindest ein paar Truppen mit reinbekommen. Ansonsten würde ich sagen, kann ich das Konstruktionsschiff von hier unten mal ins Bralex-System. Das passt. Das bietet sich gerade an. So, ich sollte vielleicht auch auf den richtigen Button drücken. Invasion? Ja, läuft. Und ich sehe, wir sind mal wieder am Limit mit unserem Einfluss. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich das hier umgestellt habe. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Oh, und hier kann ich jede Menge Gebäude bauen. Sorgen wir mal für ein wenig Nahrung. Und dafür, dass wir das Ding hier einreißen. Dass die mehr Leute produzieren können, quasi. So. Stopp, das war die falsche Taste. Pasta Prime. Kann ich hier was Sinnvolles erlassen? Ich glaube, eine Netzüberlastung wäre gar nicht mal so blöd. Machen wir das einfach mal. Construction complete. Suboramon, okay. Oder wie auch immer das gerade ausgesprochen wird, interessiert uns gerade nicht besonders. Die Invasion läuft und sie läuft sehr gut, das ist schön. Die haben wir gleich gewonnen. Ich finde es übrigens immer noch lächerlich, dass das den Planeten besetzen weniger Punkte bringt für den Warscore, als den Planeten zu beschießen. Da haben sie echt nicht nachgedacht, meiner Meinung nach. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. So, aber ich würde die dann erstmal da stehen lassen, während die Wurmlochstation gebaut wird. Und ich glaube, von denen sende ich einfach mal die Hälfte ins nächste System, dass sie da ein bisschen was zerschießen können. Oh, vielleicht auch nicht. Da sammeln sich gerade die feindlichen Truppen. Vielleicht auch nicht. Könnte eine schlechte Idee sein. Machen wir das Ganze so und ich schicke die sogar mal mit nach hier unten. Erstmal. Dann sollen die dann nämlich ruhig ein bisschen verstärken, wenn die ihre ganzen Truppen sammeln. Die Armee hier darf dann mit nach darf dann mit hier rüber ins Kadubus-System und da die Planeten holen. Der Raum haben wir Tögem ist fertig, die Bergbaustation ist fertig, da schauen wir gleich mal näher nach. Ihr seid fertig. Einen will ich noch mitnehmen. So. Dürft ihr jetzt mal hier runterspringen und Tatsache, da ist ein Konstruktionsschiff. Untätig, das kann ich nicht tolerieren, das geht ja gar nicht. Habe ich sinnvolle Projekte für dich? Da kann ich was bauen. Was niemand braucht, weil den Planeten würde ich in der nächsten Zeit ohnehin nicht besiedeln. Colony established. Sehr schön. Das Lagersystem ist kolonisiert. Nachdem wir unsere Tundra-Kolonie in der letzten Folge verloren haben, baue ich sie hier neu auf. Und direkt in den Raumhafen, denn der ist uns schon wichtig. Und wir bauen gleich eine Grenzklinik, würde ich sagen. Und wenn das Ding fertig ist, können wir auch hier umtauschen. So. Okay. Construction complete. Carbonarien. Schließt dein Bauprojekt ab. Gut, dann bauen wir gleich nochmal ein Physiklabor. Und was baue ich danach? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, ich gehe dann auch noch ein bisschen auf Forschung. Können wir gleich zwei Forschungslabors bauen. So. Die Wurmlochstation ist fertig, das ist gut. Damit haben wir jetzt eine deutlich erhöhte Reichweite und können die kompletten Bereiche abdecken. Das Schöne ist, wenn wir erstmal fertig sind, damit hier die Planeten zu übernehmen. Wir haben hier unter anderem auch Itraben drin, wir haben Lambda Serpentis in unserem Kriegsziel drin.
dann können wir hier den kompletten äußeren Arm nochmal besiedeln, gegebenenfalls. Dann, wenn wir Glück haben, finden wir nochmal so ein Gebiet, wenn auch nicht ganz so dicht mit Sternen besiedelt. Vielleicht haben wir Glück, wer weiß. Den Blick wert ist es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dich schicke ich tatsächlich erstmal zurück ins Nachkommensystem. Wobei, ich glaube, lieber gleich ins Levaskier-System, lieber gleich ein bisschen weiter weg. Ah, mein Missionarsflotte ist... Ne, das war das System. Wo ist die andere? Die ist in Sarkon gerade. Ist gleich in Tabano. Kämpft schon gegen die Verteidigungsplattform. Das war nicht besonders effektiv. Und da ist gar kein... Da ist hier kein System. Da ist nur eine Station. Das ist uncool. Damit habe ich jetzt... Ich habe jetzt mit einer Station gerechnet. Aber gut, kämpfen wir halt weiter. Auf nach Lambda Serpentis. Da sollten wir gut Schaden anrichten können. Ein Transportflot ist auch mittlerweile hier. Ich glaube, wir landen die Armeen einfach mal an. Besonders gut verteidigt sind die sowieso nicht. Was wir allerdings machen könnten... Okay, wir müssen den Anführer rausschmeißen, aber dann können wir uns einen General holen. Hier, bei Reich war's. Wen schmeißen wir raus? Wir schmeißen tatsächlich Schurglärm raus, weil der sowieso bald sterben wird. Und weil er verbuggt ist gerade. Und... Wir holen uns hier. Alorik, du darfst diese Armee anführen. Ich denke, es wird nötig sein. Und die Missionarsflotte kriegt einen neuen Admiral. So, passt. Uiuiuiui. Das waren Schlachtschiffe. 4 Stück gleichzeitig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich möchte jetzt gerade erstmal ein bisschen Geld in Sektoren stecken. Denn ihr seht, wir haben einen ziemlichen Overload. Wir haben 4 Schlachtschiffe gerade gebaut, Leute. Seht euch das an, 727 Punkte pro Schlachtschiff. Und das sind noch die Basisschlachtschiffe. Die sind noch nicht mal geupgradet. Ich habe da noch nichts dran verändert. Einfach weil wir hier den... dafür. Ach, wir haben was freigeschaltet. Dann kann ich es ja doch machen. Schlachtschiffe sind nämlich die einzige Kategorie, die hier Boni hat. Die hier stärker wird damit. Die noch einen Aura-Effekt hat quasi. Und was machen wir da? Feuerrate der Feinde ist natürlich stark. Allerdings gerade mit Wurm noch Antrieb ist es teilweise schwierig, die anderen zu kriegen. Deswegen würde ich hier gerne die Überraumfalle nehmen. Und jetzt einfach mal das Ding hochpushen. Bleiben erstmal defensiv. Dann gucken wir gleich, dass wir alles schön verteilen. Hier haben wir nichts außer den Aufklärergeschwadern. Dann stopp. Stopp. Ich will viele große Slots haben, vor allem. Ich will viele, viele große Slots haben. Jo. Damit kann ich arbeiten. Ein Aufklärungsgeschwader. Dieses Riesending, was wir gerade erforschen, haben wir jetzt leider noch nicht hier drin. Ich kann dem Ding ja keine Punktverteidiger geben mit der Tech. Dann machen wir das so. Gebe ich denen hier Punktverteidigung. Ich gebe denen Autokanonen für den Anfang. Zumindest eine. Ich gebe denen eine Antibakterienrakete. Und ich gebe denen einen Röntgenlaser hier rein. Ansonsten gebe ich denen mal noch 2 weitere Autokanonen. Ich weiß nicht, ob das die effizienteste Möglichkeit ist. Ich hoffe es, dass es sich als sinnvoll erweist. Aber jetzt heißt es erstmal, naja... für ein wenig Energie sorgen. So, das klingt doch ganz gut. Und aus dem Rest machen wir Panzer. Wobei. Unsere Panzerung ist sehr schwach. Es macht nicht wirklich Sinn, da viel reinzustecken. So, das reicht nicht ganz. Also müssen wir hier was tauschen. So, okay, damit haben wir unsere Schlachtschiffe. Schlachtschiffe. Ein Schlachtschiff natürlich, nicht Schlachtschiffe. Und ich würde sagen, die werden wir gleich sammeln. Und zwar im Sarkon. Wobei, im Lavaskier-System erstmal. Da sollen sie sich sammeln und von da aus sollen sie dann gleich zur Verstärkung zu den anderen kommen. Die brauchen noch eine Weile.
Das Kajubo-System. Da hinten kommt unsere Armee. Junge, 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 die brauchen aber lange. Ja gut, das sind noch nicht besonders viele, muss man dazu sagen. Hier habe ich auch noch eine Armee, die ich eventuell einsetzen sollte. Schicke ich die mal mit hier nach hinten. Mit in die Richtung zumindest schon mal. Forschungsstation. Zwei Flotten werden nichts zu tun haben. Und ich kann hier noch was ausbauen. Sehr schön. 6 Forschungspunkte, das gefällt mir. Irgendein Raumhafen hat etwas abgeschlossen. Irgendein Raumhafen, der mich gerade definitiv nicht wirklich interessiert. Von daher schauen wir mal wieder hier rüber. Ich muss sagen, unsere Flotten, die sind im Lambda-Serpente-System angekommen. Sehr schön. Dann schicken wir sie doch erstmal nach Boven-Evada. Nach Boven-Vada. Um die Raumstation zu zerstören, dann auf den Planeten zu schießen und ihn mit einer Armee zu übernehmen, hoffentlich. Das erste Schlachtschiff ist auch schon da. Invasion beginnt. Und es sieht gut aus, wenn auch nicht so gut wie jemand anderer Kampf bisher. Wir haben den Raumhafen erwischt, sehr schön. Die beiden ziehen sich mal zusammen. Oh Mist, Moment, nein, das ist schlecht. Das habe ich nicht bedacht. Wir haben den Rumpf geändert bei denen. Das heißt, wir können die nicht verbessern. Oh Mist. Glaube ich zumindest, oder? Oder? Doch, jetzt geht's. Wir mussten nur die andere Version rauslöschen. Okay, alles gut, ich bin beruhigt. Hostile Fleet engaged. Dann fahren wir hier ein Upgrade und schicken sie dann rüber. Das beruhigt mich gerade ungemein. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir müssen echt gucken, ob wir es zum Kampf kommen lassen. Denn das gibt uns viele Warscore, das kann ich jetzt schon sagen. Und ich glaube, ich sammle einfach mal meine gesamte Flotte da unten. Oh. Jumpen die in unser System? Die jumpen tatsächlich in unser System. Komm schon. Wo landen die? Da! Holt sie euch! Der Raumhafen ist zerstört. Holt sie euch! Und die beiden sollen sich dann noch zusammenschließen gleich. Während der schon mal in Richtung, in Richtung von Bastania fliegt. Ja, die Mission brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Mineralien. Das sollte irgendwie die Möglichkeit geben, das automatisch zu regeln. Dass man, wenn man am Limit ist, verteilen kann einfach. Das wäre recht angenehm, ehrlich gesagt. Außerdem werde ich hier... Ich bleibe erstmal bei den Schlachtschiffen, die ich gerade habe. Upgraden kann ich später immer noch. Komm schon, hol sie dir. Die kriegst du, hoffentlich. Leider nicht. Ich habe es befürchtet. Wir haben ein Planet, ein System annektiert, das ist schön. Ist kein Teil eines Sektors, da müssen wir uns sogar tatsächlich selbst drum kümmern. Gut, werden wir erstmal machen. Die sind xenophil, militaristisch und materialistisch, sind relativ zufrieden unter uns gerade. Sind nicht begeistert davon, dass künstliche Intelligenz geächtet ist und dass Xenostudien auf unbegrenzt stehen. Und von Herrschaft nur Primärspezies sind sie ebenfalls nicht begeistert, aber es geht tatsächlich. Es geht tatsächlich einigermaßen. Würde ich sagen, werden sie trotzdem möglichst friedlich integriert. Erstmal. Wir schauen mal, wie sie sich machen unter unserer Herrschaft. Wobei ich sagen würde, die sind jetzt nicht so in der Situation, dass die bald rebellieren würden. Also können wir sie eigentlich auch gleich in den Sektor packen. Da muss ich mir keine Gedanken drum machen, denke ich. Und ich sehe, unsere Grenzen haben sich natürlich auch erweitert. Das heißt, wir bauen eine weitere Forschungsstation. So. Okay. Ein bisschen frustrierend ist das Ganze gerade schon, wenn man ehrlich ist. Wir haben keine Flotte mehr und können nicht mehr gescheit kämpfen. Wir haben keine Armeen mehr und können nicht mehr gescheit Planeten besetzen. Also Wurmloch ist sehr stark, wenn man sowieso schon überlegen ist militärisch. Aber es ist sehr schwer, feindliche Flotten zu erwischen. Erfahrungsgemäß.
jumpen einfach so leicht weg manchmal. Was ist das? Ach, das sind die. Sollen, glaube ich, mal kurz hier anlanden. Ich muss mir überlegen, wo ich hinjumpen könnte. Ich könnte noch mit ins Lambda Serpentis System und da noch ein bisschen mehr Schaden anrichten. Mal schauen, wie gut es klappt. Und ich glaube, ich werde einfach mal noch ein paar Anführer austauschen an der Stelle. Ah, ich muss immer gucken, wo das ist. Ich vergesse das jedes Mal wieder. Ich beschäftige mich damit normalerweise nicht so viel. Wobei es gerade eigentlich ganz gut passt. Carbonarien. Stopp auf Rebellager natürlich. Auf Rebellager die spirituelle Einheit, die Infrastrukturprojekte und... die Umerziehungskampagne, dass die Ethiken sich nicht ändern. Zumindest nicht so sehr. Die sind zum Beispiel nicht mehr militaristisch. Was mir überhaupt nicht gefällt. Tauschen wir aus. Die Ripper Autokanone, das ist schön. Und wir kriegen schon bald die anvisierte Genexpression. Dann können wir weiter unsere Spezies verändern. Das ist schön. Ich würde jetzt aber sagen, wir schnappen uns erstmal hier die Plastik-Stahl-Materialien. Bessere Panzerung. Sabotage auf Bovin Vada. Den Namen habe ich aber auch, schon zum zweiten Mal gesehen. Den haben die hier. Und den haben die einen, die ich gerade besetzt habe, oder nicht? Ja, tatsächlich. Dann sammeln wir uns jetzt hier einfach mal und schießen dieses System in Stücke. Die werden immer noch verbessert. Ja, es geht von der Geschwindigkeit her. Dann sollen die danach bitte verbessert werden. Unser Geld ist auch wieder am Limit. Und der Pastania-Sektor braucht Geld. Machen wir das so. Okay. Hier sind auch wieder schöne Ozeanwelten, sehe ich gerade. Viel, was wir uns holen können später. Viel, was wir besiedeln können. Oh, das wird groß werden noch, das Ganze. So schön groß. So, passt. Bist du fertig? Nein, du hast noch was zu tun, aber du bist fertig. Du bist woanders. Du bist der hier, okay. Man übersieht leicht mal. Und das ist Teil des Ganzen, sehr schön. Dann wird der Sektor hier oben mal wieder ausgebaut. Und wir haben mittlerweile ein paar neue Planeten übernommen, sehe ich. Wir haben das Sulan-System zum Beispiel übernommen. Das müssen wir auch mal erkunden gehen, wenn wir einen Forscher frei haben. Und haben wir eigentlich sogar tatsächlich. Hier haben wir nicht wirklich was zu tun. Dann fliegst du mal hier hoch und guckst dir bitte mal das Sulan-System an. Und schaust mal, ob wir da was Interessantes finden. Den nächsten schicken wir dann hier ins Eblen-System. Mit zwei ziemlich guten arktischen Welten. Darauf freue ich mich schon. Das ist cool. Okay. Wir machen Fortschritt. Wir sind bei 67%. Und ich glaube, ich werde gleich anfangen, einfach die Hälfte abzuspalten und woanders hinzuschicken zum Belagern. Am besten große Planeten. Das gibt, glaube ich, mehr Warscore. Hier zum Beispiel das Edersich-System. Dann ihr hier rüber. Euch teile ich durch zwei. Und euch schicke ich da hin. So. Jetzt sollte ich in der Lage sein, noch ein paar mehr Planeten zu belagern. Und nebenbei noch einen Raumhafen zu zerstören. Ach, die haben den gerade neu gebaut. Deshalb, okay. Der wird aber nicht lange da bleiben. Das wisst ihr, oder? So, eine ziemlich hirnrissige Idee. Das hat euch nicht wirklich was gebracht. So. Immer noch unzufriedene Bewohner. Sind bei 40%, also nichts, worüber wir uns Gedanken machen müssten. Sind die eigentlich dabei, den Planeten zu bombardieren? Ja, sind sie. Bringt denen aber nicht viel, tatsächlich. Und die erste Flotte ist fertig. Und so viel hat das tatsächlich bei denen auch nicht gebracht. Nun gut.
bringe ich mal mit ins Sarkon-System. Und von da aus dann in den Norden bald. Und sollen sich da ruhig mit den anderen Truppen treffen. Mit dem anderen Teil der Flotte. Das sind die nächsten vier. Eigentlich kann sich jeder einzeln verbessern und dann können die sich anschließen. So. Ach, der ist schon da. Junge, Junge, das ging schnell. Dann fliegt mal zum Edersich-System. Ihr dürft euch hier anschließen. So. Das ging wirklich schneller als erwartet. Wow. Und wir haben die anvisierte Genexpression. Das ist schön. Es ist eigentlich fast schon egal, was wir hier nehmen, weil wir das nicht als nächstes erforschen werden. Ich glaube, ich nehme aber trotzdem mal die Alien-Haustiere. Die gehen recht schnell und ich mag diese Tech irgendwie. Denn wir werden andere Dinge vorziehen. Wir werden jetzt erstmal auf Spezies gehen. Wir werden auf unsere Primärspezies gehen gleich. Auf die Pastafari. Und zwar die, die noch auf Wüstenwelten leben. Wir werden sie modifizieren. Ich würde sie gerne stark machen. Und ich glaube, wenn wir schon dabei sind, würde ich sie auch noch robust machen. Jetzt sind wir in Kriegen, was Verteidigung angeht, nämlich doch recht überlegen. Oder wir könnten darauf schon in der Fortpflanzung gehen oder sowas. Schnelle Fortpflanzung oder robust? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir nehmen robust. Das passt einfach besser zu dem militärischen. Ich bin gespannt, wie lange das dauert. Das wird teuer. Und schnell wird es wohl kaum sein. 154 Monate. Okay, das werden wir nicht tun. Da verändere ich lieber erstmal die hier noch ein bisschen weiter, die von den Tundra-Welten, und mache die noch robust. Und gebe denen erstmal das Ganze dazu. Das geht nämlich ein bisschen schneller. Das ist nämlich 2 Monaten fertig. Ist der Raumhafen eigentlich schon fertig? Stopp, wo ist der Planet? Ach, da unten. Ja, der Raumhafen ist fertig. Sehr schön. Dann bauen wir mal ein paar Kolonieschiffe. Erstmal 2 für den Anfang, würde ich sagen. Hier könnten wir eigentlich auch weiterbauen. Die Frage ist nur, was bauen wir zu Anfang? Ich glaube, noch brauchen wir da gar nichts zu bauen. So. Construction complete. Widmen wir uns wieder diesen Dingen. Dieser Raumhafen interessiert uns gerade nicht wirklich, nämlich. Da ist ein Teil der feindlichen Flotte, ein Teil von den Mycelium Carriers vom Volmandate. Construction complete. Construction complete. So, irgendein Upgrade, glaube ich. Oder? Was wurde gerade fertiggestellt? Hätte ich jetzt vielleicht gucken sollen. Ach, ihr seid fertig geworden. Gut, dann baut ihr hier auch noch eine Forschungsstation, bitte. Ja. Das passt. Weitere Truppen werden ausgebildet. Das ist sehr schön. Ich habe viel zu viele verschiedene Armeen und Flotten. Die müssen sich dann langsam mal wieder sammeln. Kriege ich auch mal wieder einen Überblick da rein. Special Project complete. So, sehr schön. Spezialprojekt komplett. Damit ist dieser Teil der Spezies verändert. Dann würde ich jetzt die nehmen. Einfach weil die auch schon relativ weit sind. Das sind ja alle tropische Welten. Ja. Alle auswählen und alle robust machen, bevor es noch mehr werden. Dann sollen die sich jetzt schön schnell verändern. Es dauert zwar eine Weile, aber es lohnt sich. 59 Monate, das sind... 49 Monate, das sind 4 Jahre etwa. Mal die gefunden, also 4 Jahre geht ja schon, so ist es nicht. Und ihr seid alle fertig, das ist schön. Dann springt ihr bitte auch mal nach Sarkon. Und ich kann das Ganze hier rausnehmen. Die Raumhäfen sind dementsprechend auch erstmal fertig. Interessieren uns gerade aber auch nicht besonders. Ich werde erstmal nicht weiter ausbauen. Na wobei. Doch, ich glaube, ich baue tatsächlich noch ein bisschen weiter aus. Nehmen. Wir können es uns momentan nämlich definitiv leisten. Oh, jetzt sind, ja, ihr seht, jetzt sind sie auch teurer von den Mineralien her vom Bau als vorher. Und ich glaube, ich gehe tatsächlich auf... Warte, wie viel kostet eins von denen im Unterhalt?
8. Okay, nee, dann gehe ich nicht gleich auf 20 hoch. Dann wird das nämlich teuer. Brauche ich erstmal überall noch ein. Kann ich hier noch Gebäude bauen? Ja, kann ich. Sehr schön. Ich sollte das endlich mal im Auge behalten. Ja, das ist das... Der Hautspezies, die wir ändern wollten, was gescheitert ist. Übrigens ist das auch sowas mit dem neuen Patch. Momentan werden, wird die veränderte Spezies als andere Spezies angesehen. Von den eigenen Leuten. Wenn man jetzt mit dem Patch spielt, gilt das wohl nicht mehr, habe ich gelesen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber dann scheint es so zu sein, dass das Spiel tatsächlich sagt, so, die sind ein Teil unserer Spezies. Und werden das auch bleiben. Und dich schicke ich einfach mal mit dahin. Wir sind schon bei einem guten Warscore, wenn ihr mich fragt. Und ich glaube, ich werde die jetzt einfach mal aufteilen und... Oh. Im Orbit von Sulan 3 haben wir die Überreste einer Gasförderstation entdeckt, die von den Vultaum zu stammen scheint. Vor Millionen von Jahren wurden ihre Orbitalstabilisatoren absichtlich auf vollen Schub gestellt, um die Station direkt in den Gasriesen abstürzen zu lassen. Dies wurde aber durch die Kollision mit einem unbekannten Objekt verhindert. Das ist interessant. Situation Log updated. Erkunde danach bitte gleich dieses Projekt. Und meine Missionarsflotte soll sich auch mal aufteilen. Die sollen erstmal hier die Wurmlochstation zerstören und dann bitte weiter jumpen und da erobern. Beziehungsweise belagern, besser gesagt. In der Zwischenzeit würde ich mal die Armeen hier losschicken. Die Armeen aus weiter Ferne. Alle zusammenziehen unter dieser Flotte und die würde ich dann nach Sarkon schicken. Also werden die anderen da jetzt folgen. Wir werden auch gleich wieder einen Cut setzen. Der ganze Krieg hat deutlich länger gedauert als geplant. Lief halt ein bisschen was schief. Leider. Aber gut, gewinnen werden wir das Ganze natürlich trotzdem. Wir merken ja, die haben keine Chance. Die haben sich bislang noch nicht getraut, sich uns in den Weg zu stellen, wirklich. Von daher... Ich habe keine Sorge, dass wir den Krieg verlieren können. Complete. Bakangi hat irgendwas fertiggestellt. Hier. Ach du Scheiße, die haben viel zu bauen. Okay. Das mache ich jetzt noch schnell. Erstmal die ganzen Forschungslabors natürlich, wie immer. Die haben für mich immer noch Priorität. Und dann die Kraftwerke hinterher. Der Rest kann warten derzeit. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Moment. Ich setze an der Stelle mal einen Cut. Wir haben gerade, also sind kurz davor, diesen Krieg zu gewinnen. Wir haben gerade unseren Planeten hier unten besiedelt und kolonisieren. Und, was auch sehr schön ist, Leute, wir haben Schlachtschiffe. Endlich mal. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Bis dann. Also bis nächste Woche. Ciao.